Okay. Zack. Schon ist die Fackel aus. Und andersrum, also den Hebel andersrum stellen, da ist die Fackel wieder an. Checken wir das Ganze mal aus. Jetzt ist da Strom drauf, der Hebel ist unten und es führt uns alles Mann, das Rennen dauert so lange, weil der Weg so verflucht lang ist. Okay, jetzt kann ich nicht. Okay, jetzt sollte ich mal eben hier vor so einem kleinen Graben ziehen. Der mir nichts bringt, weil da ja Kies drauf lag. Ich Vollidiot. Ich Vollidiot. Das war jetzt sowas von unnötig schon wieder, aber naja. Was soll's? Eine Fackel ist auf jeden Fall abgegangen. Ja. Jetzt muss ich nur noch wieder herausfinden. Wo ich den Verstärker hatte. Hier hätte ich eben noch abgebaut, ne? Ne, da ist er. Gut. Da ist er. Die hast du jetzt mit voller Absicht weggelassen. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, immer wieder so wird unterbrochen und verändert hat sich mal wieder nichts. Wird gepowert und es hat sich was verändert, aber nicht so, wie ich es gebrauchen kann. Wieder bepowert. Ja, die Bepowerung heißt für mich, ich müsste hier auch einen kleinen Schlenker reinmachen. Sprich, das müsste weg. Und ich müsste den ganzen Weg quasi so nach da verlegen. Allerdings ist da auch Kies drauf. Zack, 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 zack. Die machen wir eben mit der Hand weg. Heilige Erde, können wir mal noch gut gebrauchen. Wir verbauen alles.
Aber noch Andesit, hier haben wir. Schön Andesit da drauf. Fällt nicht ganz so auf. Oh nein. Oh nein. Es ist hier runtergeflossen. Den Repeater abgehackt. Und die Redstone-Leitung abgehackt. Jo, lass laufen, komm. Hat keinen Zweck so. Lass einfach laufen, die Suppe. Verschließ einfach mit Sandstein jetzt. Damit hat sich das Thema dann für mich erledigt. Mann, allein der Schacht hier ist schon wieder eine Mega-Arbeit. Ausgepowert. Schienen liegen noch da. Schienen liegen noch da. Allerdings lässt sich das Ganze jetzt halt nicht beeinflussen. Andersherum, ne? Man müsste halt immer, wenn man von da kommt, auch irgendwie, ich sag mal, über die Schienen drüber jumpen. Dass man auf jeden Fall zurückkommt. Sprich, ich müsste das jetzt hier zum Beispiel so verlegen. Dass die erstmal weg ist. Dass der andere gerade darauf zugeht, dass man quasi drüber springt. Um hier zu umgehen, dass man irgendwie aus Versehen von da aus halt zurückfährt. Aber das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Naja, wenn es umgestellt ist, muss man halt mal einen Weg doppelt fahren. Dann kann ich das auch nicht verhindern. So leid es mir tut. Bin schon mal froh, dass ich eine Weiche hinbekommen habe. Also. Wasser tropft von der Decke. Kiese am Start. Ist klar.
stört mal wieder meinen ganzen Plan hier. Da schwimmt ein Skelett im Wasser. Okay, da vorne kommt eine Insel. Recht klein, aber fein. Da wird man drauf zubuddeln müssen. Kies wieder entfernen. Da haben wir gleich schon keine Fackeln mehr, wie ich sehe. Schieben brauchen wir auch noch. Und unser ganzes zugeklumptes Inventar könnten wir mal ausleeren. Dreimal Andesit drüber. Es steht jetzt in Richtung. Okay. Steht jetzt in Richtung Burg. Den Hebel in die andere Richtung machen, ist dann Richtung Himmel. So quasi, würde ich mal sagen. Unten ist Richtung Burg. Haben wir noch Burgsteine. Ich mir das so ein bisschen mal grob kennzeichnen kann. Zack, zack, zack. Und oben ist der Himmel. Jetzt place ich da drei Wolleblöcke. Das zugeklumpte Inventar, ich weiß nicht. Das können wir auch alles jetzt mal hier reinschmeißen. Vorerst den ganzen Scheiß erstmal hier rein. Antriebsschienen, Fackeln, wir haben auch keine Redstone-Fackeln mehr. Machen wir nochmal 2, 3, 4 Stück erstmal. Hier von halb mit, hier von 2, 2, 3, um auch sicher zu gehen. So, in den Himmel wollen wir und düsen ab in Richtung Himmel. Und funktioniert auf jeden Fall. Hier nehme ich noch Damage, nicht ganz so schön. Aber hier soll man ja auch nicht aussteigen. Ist ja jetzt nur so provisorisch, dass man hier aussteigt. Ja, ich weiß nicht, ob es dann zu wenig wird, aber ich habe auf jeden Fall eine Antriebsschiene zu wenig. Hier in der Ecke. Richtiger Intelligenzklumpen, wirklich. Ein richtiger Intelligenzklumpen. Vergiss dir einfach mal, Steine mitzunehmen.
Immerhin muss ich den Weg ja auch wieder schließen. Den ich mir da jetzt durchs Meer bahne. Zack, die brauche ich noch. Das Inventar damit. Ich mache aber auch definitiv nicht mehr so lang. Ich schätze mal, das wird es für euch gleich sein mit der Folge, für mich gleich mit der Aufnahme. Einmal Luft schnappen hier. Wieder auftauchen. Ja los, sieh zu. Sieh zu, sieh zu, sieh zu. Nochmal Luft schnappen. What the fuck, es war im Laden. Ja, super. Oh Mann, ist das scheiße, echt. Wie oft ich jetzt gestorben bin in dieser Aufnahme im Allgemeinen, echt. Ich hab die Schnauze voll. Oh mein Gott, echt. Alles so sinnlose und blöde Tode einfach. Kriegt man echt das Kotzen bei. Das Spiel hat geladen, deswegen bin ich verreckt, so eine Scheiße. Das sind aber absolut nicht alle Items. Ja, ja, ist ja gut. Komm, beruhig dich. Und tauch schnell auf. Da liegt noch jede Menge Gedöns von dir rum. Schienen und sowas zum Beispiel. Ist immer ganz schön knapp. Ganz schön knapp. What the fuck, wo ist meine Spitzhacke? Wo ist meine... Da ist sie. Meine Spitzhacke, das habe ich. Eigentlich habe ich alles. Denke ich, hoffe ich. So eine Hose vor mir. Mensch, laufe ich schon wieder nackt rum. Muss ja peinlich sein, sowas. Warum bin ich auf diese Idee nicht gleich gekommen? Aber wo ist denn... Hab ich noch mehr verloren? Scheinbar nicht. Ich habe einfach keinen Sandstein mehr dabei. Boah, wäre die fast ohne mich weggefahren hier. Naja, Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Beenden wir das erstmal für heute. Ich glaube, das ist genug. Bis dahin sage ich, macht's gut. Okay, Leute, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben zuletzt. Und zwar ist das Beschäftigung mit der Stadt im Himmel.
Zumindest erstmal mit der Auffahrt zur Stadt. Damit bin ich ja schon genug beschäftigt. Ja, die brauchen wir. Ach, ich wollte mir ja irgendwas mitnehmen, ne? Und dieses irgendwas war der Trank der Wasseratmung, der mir alles um ein Vielfaches vereinfacht. Das muss ich auf jeden Fall tun. So. Ach ja, ich habe hier ein bisschen was umgebaut. Ich muss nicht mehr springen, ich kann einfach hier durchlaufen. Macht es angenehmer und spart hoffentlich ein bisschen Zeit. Hoffentlich spart das ein bisschen Zeit. Zuckerrohr. Guck mal, ich bin schon wieder voll durch den Wind. Zack, zack. Da habe ich Tränke der Wasseratmung. So. Ich glaube, einer sollte reichen dafür. Ich habe mein Schwert benannt. Mein Schwert ist jetzt der Zerstörer. Ich wollte auch meine Behutsamkeit Spitzhacke benennen. Bloß irgendwie wollen die dafür 31 Level haben und das sehe ich nicht ein. Das ist echt krass. 31 Level für eigentlich nichts. Und schnell hintergekippt. Ach ja, da war ja noch was, ne? Wollten uns ja eigentlich auch Blöcke mitnehmen. Jetzt haben wir ja nicht mal Blöcke, um das hier alles zuzubauen. Die läppischen paar Blöcke, die ich hier habe, die bringen mir gar nichts. Und das brauche ich auch eigentlich gar nicht zubauen. Naja, ich kann mich hier weiter durchbuddeln. Ich habe doch, glaube ich. Ja, pass auf, mit der Schippe schlage ich jetzt einmal und die ist im Arsch. Ja, das hat auch genau gepasst. Einen einzigen Schlag konnte ich machen. Paar Blöcke holen wir uns schon mal wieder. Ist jetzt nicht so die Menge an Blöcken, aber immer etwas. Komm, immer mal weg. Ja gut, wir müssen jeden Block ausfüllen. Da haben wir keine andere Wahl, weil unser Tunnelsystem so breit wird. Und hier oben kommen wir dann raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das so recht möchte.